Bereits zum sechsten Mal konnte der Sozialhilfeverband Bruck an der Mur rund 500 Teilnehmerinnen aus ganz Österreich zu seiner bewährten Kongressreihe im Kulturhaus begrüßen. In den vergangenen Jahren nahmen an die 2800 Besucherinnen an den Pflegekongressen teil. Ein Indiz dafür, dass dem Bereich der Fortbildung im Pflegewesen immer größere Bedeutung zukommt. Für mich gehört es zum vorrangigen Ziel, zu schauen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch die Möglichkeit haben, sich weiterzubilden, neue Zugänge zu bestimmten Themen zu bekommen, sich mit anderen austauschen zu können, Erfahrungen auszutauschen. Man würde in der Wirtschaft vielleicht sagen, das ist sowas wie Kundenbindung oder Kundinnenbindung. Ich nenne es Mitarbeiterinnenbindung. Und ich denke, das gehört sich schon, dass wir ein solches Angebot unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern noch legen. Mir wird nichts mangeln. Alte Menschen haben ein Anrecht auf Nähe, auf Zeit, ein Bedürfnis nach Sicherheit und Verständnis und ein Anrecht auf Glück. Doch können diese Ansprüche auch eingelöst werden? Und wie kann das gehen? Diesen und anderen Fragen gehen die Ehrenvorsitzende Lotte Tobisch und hochkarätige Referentinnen wie Universitätsdozent Dr. Adolf Holl nach. Wir Affenmenschen sind, seit wir von den Bäumen heruntergestiegen sind, zuwendungsorientiert. Dr. Gerald Gatterer vom Geriatriezentrum am Wienerwald durchleuchtete in seinem Vortrag die Themen Leben mit Demenz und Demenz und Sicherheit. Menschen mit Demenz haben dieselben Bedürfnisse wie du und ich. Sie können sie nur nicht mehr formulieren. Und das, was sie brauchen, ist das, was sie uns signalisieren, was sie brauchen. Der konkreten pflegerischen Praxis widmeten sich die Psychotherapeutin Magistra Sabine Oswald, Gabriele Wiederkehr vom Zentrum für Lebensenergie und die Fachautoren Bettina Rudert und Bernd Kiefer. Zu guter Letzt beantwortete der Vorstand des Instituts für europäische Glücksforschung Dr. Peter Adler die Frage, ob Glück und Alter ein Widerspruch ist. Wichtig ist bei den Glücksmomenten wirklich zu wissen, es geht um das, wie oft verschaffe ich mir die Glücksmomente, und es geht nicht darum, wie groß sind die. Es macht keinen Unterschied in der Größe. Es ist der erste Schluck Bier und nicht die Frage, wie groß das Glas ist. Ein seit Wochen ausgebuchter Kultursaal, erstklassige Referentinnen und Vorträge und ein gelungenes Kongressmanagement. Das ist die Bilanz des 6. Sozialhilfekongresses und beweist einmal mehr die Kompetenz des Sozialhilfeverbandes Bruck an der Mur als innovativer, vorausdenkender öffentlicher Dienstleister. Es waren wieder über 500 Gäste aus ganz Österreich da, von Tirol bis ins Burgenland. Wir haben sehr, sehr interessante Referenten gehabt, begonnen mit der wunderbaren Lotte Tobisch, eine 87-jährige Grand Dame, die wirklich von Esprit nur so gestrahlt hat. Und es war ein wunderbares Erlebnis, ein Held meiner Jugend, der Dr. Holl, der Club 2-Moderator, und sehr, sehr viele fachlich interessante Inputs wie der Dr. Gatterer und auch sehr viel praxisrelevante Tipps für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die Verpflegung war wunderbar, musikalische Untermalung. Ich glaube, der Tag war ein wirklich schöner Erfolg.